is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Das Erbe der Erlösung, dass mein Volk in friedlichen Auen wohnen wird, in sicheren Wohnungen und in stolzer Ruhe. In der Bibel wird das Erbe der Erlösten als Land bezeichnet. Dort führt der himmlische Hirte seine Herden zu Quellen lebendigen Wassers. Der Lebensbaum gibt jeden Monat seine Frucht. Und die Blätter des Baumes sollen den Völkern dienen. Da gibt es Ströme, die nie versiegen. Klar wie Kristall. Am Ufer legen sich Bäume und werfen ihren Schatten auf die Wege, die für die Erlösten des Herrn bereitet sind. Weite Ebenen gehen in schöne Hügel über. Und die Berge Gottes heben ihre hohen Gipfel empor. Auf diesen friedlichen Ebenen, an den Strömen lebendigen Wassers, wird Gottes Volk, das so lange als Pilger und Wanderer unterwegs gewesen ist, endlich seine Heimat finden. Die Wüste und die Einöde wird frohlocken. Und die Städte wird jubeln und wird blühen wie die Lilien. Es sollen Zypressen statt Dornen wachsen und Myrten statt Nesseln. Da werden die Wölfe bei den Lämmern wohnen und die Panther bei den Böcken lagern. Ein kleiner Knabe wird sie treiben. Man wird nirgends Sünde tun noch frevel auf meinem ganzen heiligen Berge, sagt der Herr. Dort wird den Menschen sein verlorenes Königtum wiedergegeben werden. Und die niedrigeren Wesen werden wieder seine Oberherrschaft anerkennen. Die wilden Tiere werden sanft, die Scheuen zutraulich. Schmerz kann in der Atmosphäre des Himmels nicht existieren. Da wird es keine Tränen mehr geben, keine Leichenzüge, keine Zeichen der Trauer. Der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und kein Bewohner wird sagen, ich bin schwach. Denn das Volk, das darin wohnt, wird Vergebung der Sünde haben. Dort wird ein paradiesisches Leben geführt. Ein Leben wie in Eden, in Garten und Feld. Sie werden Häuser bauen und bewohnen. Sie werden Weinberge pflanzen und ihre Früchte essen. Sie sollen nicht bauen, was ein anderer bewohne, und nicht pflanzen, was ein anderer esse. Denn die Tage meines Volks werden sein wie die Tage eines Baumes, und ihre Händewerk werden meine Auserwählten genießen. The Lord.